Das ist der teuerste BMW. Aber Autos sind doch immer nur teuer aus Marketinggründen. Nein, 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 nein. Beim E31 war das anders. Ich habe keine B-Säule. Das heißt, das Auto muss stabil sein. Ich habe ein Kombi-Instrument, was es nur in dem Auto gibt. Die Sitze, die sind natürlich speziell für den Achter entwickelt. Alles, was in der Produktion teuer ist und man sich bei anderen Autos nicht erlauben könnte, bei einem Flaggschiff wie dem Achter geht das. Wer würde denn auf die Idee kommen, Aussparungen seine Motorhaube zu machen, die unglaublich schwierig in der Produktion sind. Klappscheinwerfer, ein günstiges Vergnügen. Oder allein die Konstruktion, wie eine Haube geöffnet werden kann, damit sie ganz perfekt mit einem Millimeter Abstand an meinen Scheibenwischern vorbeigeht. Ganz im Ernst, so einen Aufwand machst du dir normalerweise nicht. Dann machst du die Haube zu und merkst, dass ein Keder hier rundum läuft, um den perfekten Schluss zwischen Stoßstange und Motorhaube zu ermöglichen. Und wenn du dann noch siehst, dass dein Tankdeckel in das Design integriert ist, weißt du, Produktionskosten waren egal, denn es ist der teuerste BMW.